Nein, von Entspannung kann hier nicht die Rede sein. Auch nicht vom Aufwecken aus dem sanften Mittagsschlaf. Was hier betrieben wird, ist Torball. Eine Mannschaftssportart für Menschen mit Sehbehinderung, die ein großes Maß an Konzentration erfordert. Denn wenn man den Ball schon nicht sehen kann, muss man sich eben anderer Sinne bedienen. Das Spielgerät ist deshalb zur Orientierung mit Schellen gefüllt. Die Spieler müssen sich also ganz auf ihr Gehör verlassen. Es ist eine sehr dynamische Sportart, wo man auf dem Feld eben auch gutes Raumgefühl haben muss, mitkriegen sollte, was drüben der Gegner mit dem Ball gerade macht, wo er versucht, einen vielleicht auszutricksen, weil der Ball leise abgespielt wird und man vielleicht nicht im ersten Moment abhören kann, wo kommt denn der Ball jetzt her. Das Spielfeld hat die Größe eines Volleyballplatzes. Das Tor geht über die gesamte Grundlinie und ist 1,30 Meter hoch. Pro Team befinden sich 3 Spieler auf dem Feld, die abwechselnd angreifen und verteidigen müssen. In der Mitte des Spielfeldes sind 3 Seile mit Glöckchen in einer Höhe von 40 cm befestigt. Der Ball muss unter den Seilen hindurchgespielt werden, sonst ist es ein Foul. Der Ball muss flach gehalten werden. Gute Technik, wenn man das drauf hat, den noch leicht ins aufzudotzen mit Rücktrall, ne, dass er dann am Ende nochmal springt, wäre eine gute Technik. Ja. Aber ja, das ist relativ schwer. Zur Schärfung der Sinne erfordert Torball absolute Ruhe. Interviews sind nur in Nebenräumen möglich. Für die Spieler ja, ist Konzentration angesagt. Also muss, sobald der Ball fliegt, man was hört, schnell reagieren können und auch also immer wach sein. Die Sportart ist international. Beim Torballturnier anlässlich des 85. Jubiläums des Berliner Blinden- und Sehbehindertensportvereins treten 12 Mannschaften an. Aus Polen, Deutschland oder Belgien. Körperliche Betätigung, Mannschaftssport und Spaß. Beim Torball ist alles inklusiv. Denn die Sportart kann auch von Menschen ohne Seheinschränkungen betrieben werden. Es ist eine inklusive Sportart. Man hat die Möglichkeit, sehende Spieler zu beteiligen. Alle sind gleichberechtigt, weil sie auf dem Spielfeld eine dunkle Brille tragen müssen, die kein Licht durchlässt. Und dadurch, auch wenn jemand noch Sehvermögen hat, ist immer gewährleistet, dass jemand tatsächlich nur nach dem Gehör sich auf dem Feld zurechtfindet. Im März 2014 richtet der BBSV die deutschen Torballmeisterschaften aus. Neue Mitspieler sind jederzeit willkommen. Interessierte, ob mit Sehbehinderung oder ohne, können sich unter www.bbsv-online.org über Trainingsmöglichkeiten für Torball, aber auch über andere Sportangebote informieren.